Wir spielen Stranded Deep. Weiter geht's, meine Lieben. Ich habe Angst zu gucken, wie geht's ihm? Hey, das passt. Das ist okay. Bevor wir zu den Fakten kommen, gucke ich mal, wie wir hier verblieben sind. Wow, das haben wir gut gemacht. Das haben wir sehr schön gemacht. Und da fällt mir doch glatt wieder ein, dass dieses Scheißdach nie so will wie ich. Aber auch das werden wir, denke ich mal, früher oder später hinkriegen. Das Problem ist, dass wir Holz brauchen. Viel, viel Holz und unser Holz ist leer. Da wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben, wa? Ich guck mal. Voll, voll. Okay, räum mal den Spaß aus. Wir brauchen alle Kisten, die wir kriegen können. Oh, wir haben sogar noch ein bisschen Holz auf Hand. Hier, guck mal. Schöne Müllhalde von A nach B geräumt. So mag ich es. Ja. Hervon und zu Anzugsträger. Ach, wie spät waren das überhaupt? 1 Uhr. Wir sollten die Nacht nutzen und rüberschippern zu irgendeiner Insel, wo wir Holz herkriegen. Oh Gott. Ja, die können wir mitnehmen schon mal. Nee, mach doch nicht immer so eine komischen Sachen. Die kannst du auch mitnehmen. Super, Herr von und zu Anzugsträger, das machst du gut. Ich habe gerade die Kisten wieder ausgepackt, kann es sein? Ja. So, pack das mal aus. Pack das mal aus. Und das auch noch. Und das hier. Sehr gut. Den Hammer brauchen wir jetzt unterwegs auch nicht. Die brauchen wir. Oh mein Gott. Oh, was für ein Chaos. Das nervt mich richtig. Was für ein Scheiterhaufen hier. Wir schmeißen einfach alles rauf. Egal. So, warte mal. Ich will mal. Gib mir die mal wieder. Nee, nicht den. Oh Mann, ey. Ich will das da wieder haben. Das kannst du wieder auspacken. Und damit schießen wir. Babam, 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 babam. Oh Gott, warum sind da nur zwei Schüsse drin? Guck mal, wie schön rot das alles ist. Grün würde mir besser gefallen. Mein Lieblingsfarbe ist grün, falls noch keiner gewusst hat. Grün. Was immer geht, ist grün, grün, grün. So, die haben wir, die haben wir. Oh, da habe ich nicht reingeguckt. Loslassen. Oh, bitte. Mach das, was ich sage und nicht das, was du willst. Sind die jetzt alle leer, ja? Okay, ich vertraue ihm. Überlebt ihr, wenn ich einen Tag weg bin? Ich hoffe. Schnell, schnell, schnell. So. Die sollten wir machen. Dafür brauchen wir sowas hier, ne? Warte mal. Das war so hier, ne? Ja. Oh, ich bin voll drinne, merkt ihr? So, dich brauchen wir. Haben wir, dann können wir loslegen. Schnell, schnell. Wir haben Zeitdruck, weil ich will unbedingt da sein, bevor es hell wird. Das ist okay, du kommst hier rein. So, jetzt haben wir ja noch hier Kisten. Du kommst da und ihr kommt mal alle hier hin. So, so, so. Welche Insel nehmen wir? Wir nehmen jetzt einfach die da hinten, ist ja egal wohin. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Achtung, Achtung. Erstmal das hier haben wir. Jetzt bewegt sich das, okay. Und jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren, sonst ist unser Schiff weg, bevor wir drauf sind. Das nehmen wir uns mal. Drehen uns. So. Achtung, Achtung. Und spring rauf, spring rauf. Hinsetzen. Und gib ihm. Los geht's. Oh, schön, 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 schön. Das sieht echt gut aus. Gefällt mir, wenn die mal dauerhaft bleiben würden. So, wartet mal. Oh, nicht gegenstoßen irgendwo, bitte. Wir müssen uns ein bisschen lenken. Haben wir gleich geschafft. Sehr schön. Oh, ich hoffe, wenn wir da stehen, dass die Leuchtdinger noch da sind. Es würde echt cool aussehen. So, wir sind auf Kurs. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles dabei, weil ich habe gar nicht nachgedacht, weil ich jetzt einfach los wollte. Egal, wir werden sehen, wenn wir da sind. So, was wollte ich sagen? Genau, zu den Fakten für heute. Mein lieber Mega-Admin94 oder wie du dich auch nennst, habe ich mir extra aufgeschrieben, Vincent Dunn. Ich habe Discord gemacht und mein Name heißt da oder lautet da Charlotte. Ganz normal wie mein YouTube-Kanal. Ja, ich habe es mir runtergeladen und mich angemeldet, aber also checken, was man jetzt da so mitmachen kann, weiß ich nicht. Wäre hilfreich, wenn du mir da mal Bescheid sagst, wie das funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, bringt dir überhaupt mein Name was? Addest du mich jetzt so? Und was passiert dann? Bitte hilf mir. Und natürlich hoffe ich, dass du mit deinen beiden Kanälen abonniert hast. So, ich weiß auch gar nicht.
Wahrscheinlich. Heute ist Dienstag. Die Folge kommt heute auf jeden Fall noch raus. Am PC bin ich dann wahrscheinlich erst wieder Donnerstag früh. Ich weiß ja nicht, wie dein Tag so abgeht. Weil man muss sich ja dann, man muss ja wahrscheinlich gleichzeitig online sein, um zu kommunizieren, richtig? Da müsste man ja dann eigentlich sich dann so eine Zeit ausmachen, ne? Aber wäre einfach, also ich kenne mich halt null aus, ne? Schreib mal in die Kommentare, wann du online sein könntest dort und dann versuche ich auch dann online zu sein, damit wir mal ein bisschen kommunizieren können. So, das war es, glaube ich, erstmal dazu. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber sehe ich hier gar keine Palme? Doch eins oder zwei Palmen sehen wir, okay. Das wäre es jetzt, wir fliegen ja extra. Oh, guck mal, wie schön, es leuchtet wirklich. Gut, ja, wäre jetzt doof gelaufen, wenn hier keine Palmen mehr da sind. Warte mal, wo ist unser Anker? Oh, Anker, Anker. Haben wir. Segel haben wir und aufstehen. Ja, von uns zu Anzugsträger, aufstehen, so. Perfekt, wie spät ist es und wie geht es ihm? Aber habe ich da irgendwas? Haben wir ein Trinkending gebaut? Nee, sieht nicht danach aus. Aber eigentlich hatten wir ja immer Notfallreserven, ne? Gut, wir werden sterben. Aua. Ja, da haben wir noch das. Das ist okay, das passt. Wir trinken mal die hier und dann... Hast du super gemacht. Und dann sollten wir direkt einfach loslegen. Oh, ich sehe halt nichts. Hatten wir... Oh Gott, ich hatte doch immer eine Taschenlampe mit eingepackt, oder? Oh, ich bin ein Genie. Gott. Wow, mit Profis zusammenarbeiten. Geil, stehe ich drauf. So, Holz, 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 damit wir unser Bauwerk weiterkriegen. Das sieht mir nicht nach Holz aus. Warum liegt denn hier so viel Krimskrams? Das ist auch leider kein Holz. Gut, dann fangen wir einfach direkt hier an, die Fichtendinger, Fikusdinger zu machen. Weil dann kriegen wir auch unsere Stöckchen zusammen. Licht wird überbewertet, meine Lieben. Heult nicht rum. Ihr seht doch genug, oder? Wenn ich was sehe, seht ihr das auch. Und wird der eh gleich hell. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, gib ihm noch eine Stunde oder ein, zwei Stunden und dann ist hell. Und dann müssen wir uns wieder wegen der Sonne Gedanken machen. Aber nur so halb, weil wir haben ja Gott sei Dank unsere Sonnencreme dabei. So, ja, von uns zu Anzugträger. Hopp, hopp, hopp. Oh, die Bäume dauern mir viel zu lange, bis die mal fertig sind. Eine Kettensäge, das wäre es hier, oder? Hey, stehen bleiben, liegen bleiben. Ach so, Held, und wie viel Prozent hast du noch? 16%, damit wäre... Nee, das war falsch, du verbrauchst mir zu viel Platz. So. Oh Gott, das dauert halt so. Ich bin immer so ungeduldig. Ah, jetzt, einen Moment. Ein bisschen gehuste. Ihr werdet nicht wissen, also ich weiß, was ich euch noch sagen muss unbedingt. Ja, ihr wisst ja, mein Auto hat, wie soll ich das jetzt am besten sagen, seit einer geraumen Zeit kein TÜV. Ja, das habe ich ja bei Forest irgendwann mal am Anfang erzählt, dass da der TÜV abgelaufen ist, ja. Ist an sich schon doof genug, ne. Aber jetzt habe ich einen Werkstatttermin bekommen wann war das jetzt? Am 18. glaube ich. Also gar nicht mehr so lange hin, bis wirklich mein Auto den TÜV wieder kriegt, Reparatur, dies, das, bla bla, habe ich endlich alles geregelt. Ja, und dann, man denkt so, es läuft richtig gut, alles so wie geplant. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, kommt das Ordnungsamt an und hängt mir meine hier Scheibenwischer-Dings Mängelbericht dran. Danke, liebes Ordnungsamt, ich weiß, dass mein Auto Mängel hat und ich habe auch schon einen Werkstatttermin. Haha, aber das liebe Ordnungsamt hat mir... 10 Tage Zeit gegeben. Oh, aber wenn ihr jetzt zählt, 10 Tage von jetzt an, oder nee, von letzte Woche Donnerstag oder so, war glaube ich der, oh Gott, der 4., der 2., der 3., irgendwie so. Das sind keine 10 Tage bis zum 18. Versteht ihr, wo mein Problem liegt? Jetzt darf ich heute erstmal zum Ordnungsamt sagen, oder fragen besser gesagt, ob sie mir noch ein paar Tage gnädig entgegenkommen würden. Weil ich habe ja schon den Termin für die Werkstatt, ne? Aber wir werden sehen, wie das Ordnungsamt heute so drauf ist. Ich werde also nichts gegen Ordnungsamt, ne? Die machen auch nur ihren Job, gar keine Frage.
Aber ist natürlich ärgerlich, ne, wenn man kurz vor der Reparatur ist und dann so einen Scheiß da an seiner Windschutzscheibe hat. Aber egal, muss gemacht werden, ne? Muss alles gemacht werden. Und wie gesagt, die machen ja auch nur ihren Job. Und zwar gut. Weil ist ja verständlich, dass ein Auto ohne TÜV nicht auf der Straße stehen darf und, ne? Die machen ja auch nur ihren Job. Mach den woanders. Nee, kleiner Spaß. Ja, das zu dem Thema. So, wie geht's denn ihm? Das passt noch. Noch müssen wir nicht reagieren. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon auf den 18., denn mein Auto ist dann endlich wieder ganz und für die Straße bereit. Und ich könnte euch noch mehr erzählen. Ja, ich war bei... dieses Auto macht mich fix und fertig, kann ich euch sagen, ja. Ist ja auch nicht mehr das Neueste, aber ist okay. Stehe ich bei McDonald's, hol mir halt meinen Kaffee und so wie standardmäßig halt, ne. Ja, stehe da, warte beim Drive-In auf meine, in der Warteschlange da halt. Mein Freund sitzt neben mir, qualmt das Auto? Ich sag so, nee, das kommt vom Auspuff, warum sollte denn das Auto jetzt qualmen? Die Motorhaube besser gesagt. Wir stehen da und stehen da, ich denke so, okay. Ich sag so zu ihr, es wird ja jetzt aber schon doller, der Qualm, oder? Ja, irgendwie schon, sagt sie. Okay, ich also da gewartet, durch meine Sachen, hat dann wieder auf den Parkplatz zurückgefahren, mach die Motorhaube auf und dann qualmt diese Motorhaube. Es kam nicht aus dem Puff, Es kam nicht aus dem Auspuff, so wie ich es erhofft habe. Es kam echt aus der Motorhaube, der Qualm. Und Google ist ja so, wenn man irgendwas nicht wissen will, dann weiß Google das. Und wenn man was wissen will, dann weiß Google das leider nicht. Ne? Ich vermute, dass der Kühlergrill war, weil der war nass, ne? Vom dollen Regen. Hat hier doll geregnet bei uns, sehr doll. Und im Internet stand, dass es sein könnte, dass der Kühlergrill nass war und es dadurch passiert ist, dass er ein bisschen Wasserdampf und so, ne? Ah. Kann ich also auch gleich in der Werkstatt Bescheid sagen, guckt mal nach dem Kühlmotor-Dings da und kontrolliert mal nochmal alles am besten. Ha. Mit dem Auto habe ich echt nur Spaß. So, ihr habt hoffentlich hier nicht nur zugehört, sondern auch mitbekommen, dass meine Axt gerade kaputt gegangen ist, was echt scheiße ist. So kann ich nicht arbeiten. Oh, und jetzt sollten wir schon darum gucken, wie es ihm geht. Hier liegt wahrscheinlich kein Stein mehr irgendwo, ne? Ach Gott, jetzt habe ich so viel gequatscht hier. Ist ja anstrengend mit mir. So, und hier liegt echt kein Stein mehr. Jetzt müssen wir wieder anscheinend zurückfahren, oder was? Nein, ganzen Müll würde ich hier dann auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Und bitte, irgendwo muss hier doch noch ein Stein, kann ja nicht alles... Haben wir die schon komplett ausgebeutet, die Insel, oder was? So, nimm das mal... Oh, da liegt ein Stein! Ja! Nee, oh Gott! Nein! Ihr habt gesehen, was passiert ist? Ich habe mich verklickt! Hey, Steinwerk, da kann ich in den Beutel... Blablabla. Ja, dann lass es mal einfach fallen. Danke. Dafür braucht man zwei. Oh. Okay, du kommst mal kurz mit, nicht, dass wir dich verlieren. Huch, wo ist denn unser... Da, dich lasse ich mal kurz hier liegen. Wir machen unsere Tasche kurz leer. Ruf da mit dir. Ruf da auf die Olga. So, warte mal. Stöckchen packen wir erstmal hier hin. Und danach sollten wir uns mal Sonnencreme drauf machen und... Voll. Und unsere Notreserve essen. Und dann sollten wir echt mal wieder tauchen gehen, damit wir ein paar... Notdinger wiederkriegen. So, das war das. Jetzt brauchen wir unser Steinwerkzeug, aber wir müssen irgendwie noch einen Stein herkriegen. Es war mehr Glück, dass hier noch einer lag. So. Oh Gott, jetzt dachte ich, ich hab's verloren. So, Stein. Wir brauchen Steine. Huch. Mann, Herr von uns zu Anzugträger, aber hey, er ist heute noch nicht vergiftet worden, er wurde noch nicht angegriffen, es läuft ziemlich gut heute mit ihm, würde ich sagen. Huch, so. Oh, das sieht nicht gut aus, wir müssen wahrscheinlich gleich wieder zurück, weil wir uns kein Werkzeug machen. Aber ein bisschen haben wir ja was. Oh, liegt da ein Stein? Ich glaube, da liegt ein Stein! Ja, sehr schön. Okay, jetzt will ich kurz noch die Insel sauber machen. Sorry, Leute. Pläne sind da, um sie zu ändern. Das wisst ihr ja schon von mir, ne? Es scheint mir so, als wenn es gleich gewittert.
Vielleicht sollten wir uns dann doch nicht auf den Rückweg machen. Ich habe ein bisschen Angst bei Gewitter, obwohl vielleicht geht es ja dann. Nee, können wir noch nicht. Warte mal. Hier liegt noch ein Mist. Liegt hier irgendwo noch Unfug, Unrat. Aber die nehmen wir mal mit nach vorne. Huch, ich sehe nichts. Hallo, ich sehe nichts. Wo ist. Oh Gott, ich sehe nichts. Kannst du mal das Gebüsch ein bisschen tiefer halten? So, packen wir mal hier hin. Ordnung muss sein. Oh Gott, du stellst dich an wie der letzte Hörni. Hab dich gerade noch gelobt. Oh Gott, überall die Kokosnüsse. Also um Kokosnüsse müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, würde ich jetzt mal so sagen. Kokosnüsse, hier noch Kokosnüsse. Oh, mein Ohr juckt. Wartet mal kurz. Kratz, kratz, kratz. So. Geht wieder. Geht wieder. Achtung, Achtung. Geht wieder los. Da, dies, das. Du, dies, das. Dich nehmen wir noch mit. Oh, ich hasse Inventar. Ist voll. Oh, wir müssen jetzt. Oh, da liegt auch noch was. Oh, über Kokosnüsse. Schneller. Oh, aufpassen. Ach komm, wir wohnen heute noch nicht vergiftet. Dann können wir doch. Dann können wir doch heute. Nee, nicht da runter. Da rüber bitte. Danke. So, Kokosnüsse. Ja, Kokosnüsse, komm mal hier rein. Ja, haben wir. Gebüsch kommt hier rein. Ja, das passt so. Du kommst hier rein, du kannst eigentlich voll im Müll. So. Haifutter. Oh, das ist ja jetzt nicht so weit geflogen, wie ich erhofft hatte. So. Dann machen wir einmal das. Dann brauchen wir nämlich das hier und, soweit ich mich erinnern kann, ein Stückchen. Ja. Da haben wir wieder eins. Sehr schön. Stückchen können wieder raus. Okay, wir sind wieder bereit. Oh, oh, oh. Und wir. Haben wir hier einen Speicherpunkt? Ja, wir haben hier einen Speicherpunkt. Da machen wir alles ganz entspannt. Brauchen wir nicht auf Ach und Krach zurück. Erstmal den ganzen Unrat hier einsammeln. Nee, das ist kein Unrat mehr. Oh, da liegt noch ein bisschen was. Man muss ja die Inseln auch ein bisschen ordentlich hinterlassen, ne? Oh Gott, wie viele Dinge haben wir denn davon? Holla, holla, holla. So, hier liegt auch. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum? Also ich frage mich das ernsthaft. Warum sehen alle Inseln, die wir betreten, aus wie ein Schlachtfeld? Also wenn man unsere Hauptinsel sich anguckt, huhuhu. Möchte jemand aufräumen von euch? Bitte, bitte. Ihr könnt gerne aufräumen. Und sortieren und alles schön. Mh, so ein schönes Lager. Mann, wäre das toll. Ein schön sortiertes Lager. Aber nein, zu viel verlangt. So, hier haben wir alles eingesammelt. Hier haben wir. Oh, oh Gott, da ist ja noch mehr. Ist da noch ein Stamm dran? Nee, wo, hä? Oh doch, da ist noch ein Stamm dran. Müssen wir mal kurz abklopfen. Warte mal, bist du einzeln? Ja, okay. Sehr schön. Oh Gott, Holz, das machen wir jetzt kurz mal kaputt. Stückchen gehen immer, Stückchen gehen immer. Wenn es nicht so lange dauern würde, meine Gott. Kettensäge, wo bist du? Kein Platz im Inventar. Drei, ja, okay. Sieht schon ein bisschen ordentlicher aus, oder? Na, wenn man nicht überall noch Kokosnüsse finden würde. Ja, nicht genug Platz im Inventar. Das habe ich schon verstanden, liebes Spiel. Oh, wie geht's ihm? Ah, schmerzhaft. Los, 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 los. Hoppala. Sonne geht aber noch. Naja, Sonne geht noch. Das passt alles noch. Ja, ich will doch was loswerden, Mensch. Warte mal, Grünzeug hatten wir doch hier irgendwo schon. Nee, wir machen erstmal Kokosnüsse. Hör auf, mich anzutüten hier. Oh Gott. Ja. Warum machst du das denn aber auch so? So, du auch noch. So, das haben wir. Wo haben wir denn jetzt das Grünzeug? Hier, guck mal, alles schön sortiert. Wenn es überall so gut sortiert wäre. Schön, schön. Aber nein, nicht bei mir. Bei mir ist Chaos pur. So, passt hier noch was? Nee, leider auch nicht. Und hier passt noch. Guck mal, haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was mitgenommen. Das passt doch schon. So, was sagt die Zeit? Koch, einen will ich noch machen. Einmal rundherum laufen und Ordnung schaffen und dann
war's das für heute auch schon wieder, meine Lieben. So, hier mal gucken, da mal gucken. Wow, es sieht ordentlich aus mittlerweile. Woo-woo-woo. Warte mal, habe ich da gerade noch ein Stöckchen gesehen? Oh, Augen wie ein Adler. Habt ihr das gesehen, ey? Unglaublich. Hier liegt noch Unrat. Das nehmen wir jetzt mal als Ganzes mit. Oh, Stöckchen. Ja, ja, das sieht doch alles schon wieder ordentlich aus. Hier, den nehmen wir noch mit. So. Oh Gott. Ich dachte, wir wären fertig, aber nein, hier ist noch ein bisschen. Ich nehme auch mal mit, wenn du schon mal hier liegst. So, jetzt sind wir einmal rum, glaube ich, ne? Ja, und jetzt laufen wir kurz nochmal innen hier ab. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Herr von und zu Anzugsträger, du willst nicht mehr rennen oder was stimmt mit dir hier nicht? Ich will rennen. Okay, oh, Stöckchen haben wir noch. Und wir haben hier auch noch Palmen. Also, nächste Folge, wir bleiben direkt hier, würde ich sagen. Boah, Augen wie ein Adler, wow. So. Oh, er kann nicht mehr. Ich drücke die ganze Zeit rennen, aber er kann einfach nicht mehr. Er schafft es nicht. So, jetzt haben wir. Oh, komm schon. Du rennst jetzt, wenn ich das will. Oh, hoch da mit dir. Dann machen wir noch einmal die Taschen leer hier. Oh, gleich drei Kisten voll. Das ist schön. So, und die Baumstämme machen wir jetzt erstmal kurz hier rein mit. Was? Voll oder was? Voll, tatsächlich. Du hier rein. So, und dann machen wir einmal. Ja, machen wir. Einmal Sonnencreme. Sehr schön. Pack den Spaß mal hier wieder rein. Und dann müssen wir jetzt echt mal eine Reserve hier, unsere letzte. Oh, oh, oh. So, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir gehen jetzt schnell abspeichern. Und nächste Folge werden wir hier weiter Holz machen. Und dann müssen wir aber in der nächsten Folge wieder zurück zu unseren Pflanzen, damit die wieder Wasser kriegen. Klingt gut, oder? Ja, finde ich auch. So, oh, na komm schon. So, ich speichere ab, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und hören uns eventuell auf Discord. Auf Wiedersehen.